Wer sich als Marke oder Persönlichkeit positionieren und inszenieren möchte, für den führt kein Weg vorbei an Gold. In diesem Programm öffnet Hermann Scherer seine Schatzkiste für Experten und Speaker, die wirklich durchstarten und ihre Performance deutlich steigern wollen. 4 Tage ohne Verschnaufpause. 4 Tage, die nur ein Ziel haben, den Logenplatz im Kundenkopf zu erobern. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung Scherer Daily Spezial. Heute nicht aus dem Studio, sondern aus dem Goldprogramm, ein 4-tägiges Programm, wo Menschen zur Marke werden. Und diese 4 Tage gibt es jetzt in 60 Minuten. Also eine richtige Zeitreise. Hermann Scherer bietet in seinem Goldprogramm ein breites Portfolio an Themen und zeigt auf, wie sich Experten erfolgreich am Markt positionieren und durchsetzen können. Das Goldprogramm ist dazu da, um Menschen zur Marke zu machen. Eben den Kundenkopf erobern, den Logenplatz im Kundenkopf erobern. Und wir helfen dabei, denn unser Motto lautet: Wir machen andere groß. Meine Erwartung war, Antworten darauf zu finden, wie werde ich sichtbar? Weil mittlerweile diese Message in mir, die brennt, da nach außen zu gehen, das ist so ein Feuer, dass ich jetzt wirklich nur noch diese Tipps brauche, ja, diese Impulse, du machst jetzt das und das und das. Die Erwartungshaltung ist, dass ich noch mehr Tipps bekomme, um die auch umsetzen zu können. Ich habe letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass Hermann Scherer sehr stark aus dem Nähkästchen plaudert und wirklich ganz konkrete Dinge mitgibt, ganz konkreten Input, der auch wirklich machbar ist und wo wir nur ins Handeln kommen müssen. Und ich glaube, dass man, wenn man ein zweites oder auch drittes Mal eine solche Veranstaltung besucht, einfach nochmal mit einem ganz anderen Ohr hinhört und auch mit einem ganz anderen Auge auf die Abläufe und Prozesse schaut und dass man deswegen auch seinen eigenen Weg nochmal justiert und gleichzeitig auch nochmal ganz neue Dinge mitnimmt. Und letztlich sind auch noch andere Menschen hier. Ist das Thema am Kapitalstock? Frage: Wird dafür Geld bezahlt? Ist eine Firma dafür bereit, Geld zu bezahlen? Oder, bitte, jetzt kommt das Oder, da muss ich beides haben, oder passt das Thema in eine Stadthalle? By the way, der Hundeflüsterer, der würde in der Firma nie Geld kriegen. Wobei das nicht stimmt, IBM lässt tatsächlich auch von Hundetrainern was machen, aber das sind sicherlich Sonderfälle. Brütter kriegt Geld in Stadthalle. Der fährt übrigens pro Stadthalle mit dem Transporter hin, nur für Ware zum Verkauf, weil er mittlerweile Millionen macht mit Hunde-DVD und ich weiß nicht was alles. Menschen sind verrückt, wenn das passiert. So. Oder wenn du ins Fernsehen willst, ist das Thema streitbar. Du kommst nur ins Fernsehen, wenn dein Thema zum Streiten ist. Stell dir vor,
Lars würde sagen, das ganze Zeug ist alles Humbug, es muss alles wissenschaftlich erwiesen sein. Der würde nie ins Fernsehen kommen, weil sie alle sagen, jo, das wissen wir ja eh, nichts Neues. Wenn der aber sagt, wir Menschen sind untereinander verbunden wie Eisenbahnschienen, die transparent, unsichtbar von Herz zu Herz führen und wir es nie spüren, außer wenn die Lokomotive gerade durchfährt, dann kommst du ins Fernsehen. So. Und jetzt ist wichtig, das Ganze ist ein Arbeitstitel. Bitte, ich möchte, dass ihr jetzt eure Positionierung festlegt. Und ich will euch erklären, warum. Das ganze Leben ist ein Arbeitstitel. Und ihr werdet, das ist meine These, eure Positionierung nie finden. Weil wir Menschen uns weiterentwickeln. Und weil du auch in diesem einen Claim, also viele kommen dann zu mir und sagen, Herr Mann, ich suche diesen einen Claim. Und die suchen sich tot. Und die suchen immer noch. Und ich sage, nimm doch irgendeinen Drecksclaim. Weil der funktioniert. Du schaffst natürlich nicht alles. Was wir da jetzt eine halbe Stunde rumreden mit zusammengehörigen Infrastruktur, das kriegst du in den Satz gar nicht rein. Musst du nicht. Kannst du unter dem Satz noch 10 Zeilen dazu schreiben. Ihr werdet an einem Punkt scheitern, das ist der erste Scheiterpunkt, wenn ihr glaubt, ihr müsst den perfekten Titel haben. Ich habe mein ganzes Leben lang nur schlechte Titel gehabt. Nur. Mein erstes erfolgreiches Buch, das waren diese 25 Dinger und ich wusste nicht, wie ich das Buch nennen soll. Soll ich das nennen? Verkaufen, Aufmerksamkeit, Marketing, Spielregeln, was weiß ich. Ich hatte keine Ahnung, wie dieses Buch heißt. Also sagt mein PR-Berater, jenseits vom Mittelmaß. Sag ich, was soll denn der Käse? Jenseits vom Mittelmaß, bist du tot oder in welchem Jenseits steckst du da? Noch dazu ist es grammatikalisch falsch. Das müsste heißen, jenseits des Mittelmaßes. Und dennoch, das war mein meistverkaufter Vortrag. Und ich habe die Menschen mal gefragt, warum buchen Sie diesen Vortrag? Ha, jenseits, Sie wollen auch jenseits sein. Ja, dann komme ich. So. Dann mein erster Wahnsinnsbucherfolg, Glückskinder. Ich habe ein halbes Jahr mit Campus gestritten, weil ich wollte den Buchtitel haben, Es gibt ein Leben vor dem Tod. Dieser Buchtitel hat Wolf Biermann geschützt und ich habe diesen Titel nicht gekriegt. Und das war, zuerst wollte ich es ja Chancenintelligenz nennen. Dann wollte ich sein Leben vor dem Tod nennen. Dann sagt Campus, beides geht nicht, wir machen Glückskinder. Da habe ich gesagt, ich ziehe meinen Vertrag zurück, ich mache kein Glückskind. Ihr seid ja deppert, Glückskind. Soll ich da jetzt hüpfen, durchs Büro rennen? Ha, ich bin ein Glückskind. Ha, ha. Noch ist ja vom Glück nicht die geringste Ahnung. Ich finde Glück ekelhaft. Ich bin nicht glücklich. Dann sagt Campus Verlag, Sie haben aber schon unterschrieben. Ja, die haben sich durchgesetzt. Und dann kam dieses Buch Glückskinder raus. Und ich habe geheult. Das Buch kommt raus. Ich bin versaut mein Leben lang. Hermann, das Glückskind. Hey, und bin auf Spiegel-Bestsellerliste Platz 7. Warum sagt der Verlag das nicht gleich? Und wenn ich gewartet hätte, bis dieses Buch gut gewesen wäre, es wäre noch nicht rausgekommen. Ich habe noch nie ein gutes Buch geschrieben. Ich habe jetzt 50 Bücher geschrieben. 50 Mal Schrott. Ich versuche, dass es jetzt besser wird. Deswegen, das Leben ist ein Arbeitstitel und bleibt es auch. Und deswegen, wenige Sekunden jetzt an euch. Was ist eure Positionierung? Bleibt sitzen. Ihr habt 20 Sekunden Zeit dazu. Eine Sekunde zum Nachdenken und 19 zum Ausruhen. Am ersten Abend schon ein echtes Highlight, die Silent Speaker Battle. Eine Erfindung von Hermann Scherer. 4 Speaker gemeinsam vor einem Publikum, das Kopfhörer trägt. Jeder einzelne Zuhörer entscheidet dabei selbst, welchem Vortrag er folgt. Es gewinnt der Speaker, der die meisten Zuhörer in seinen Bann zieht.
ich sehe, dass die Menschen mit großen Erwartungen kommen und wirklich, auch weil sie schon viel im Vorfeld gehört haben. Und dennoch bin ich unheimlich froh, dass teilweise am ersten von 4 Tagen schon gesagt wird, Mensch Hermann, unsere Erwartungen wurden jetzt schon übertroffen. Dann hat man natürlich ein schönes Spiel und noch 3 Tage die Sahnehaube obendrauf zu setzen. Ich glaube, dass die meisten Veranstaltungen immer nur so tun, als ob. Und wir wollen tatsächlich nicht nur so tun, als ob. Wir haben nicht nur die allerbesten Experten mit an Bord, sondern setzen das Wissen direkt um. Wir reden nicht nur über Podcasts, wir machen einen. Wir reden nicht nur über TV, wir machen TV. Und wir haben die besten Partner und Dienstleister vor Ort, mit denen wir natürlich wunderbar zusammenarbeiten. Und wo Menschen dann dieses Schatzkästchen bekommen, das mir die letzten Jahre geholfen hat, eben eine kleine Marke zu werden. Also das Goldprogramm ist ja Hammer. Die Leute, die wir hier treffen, was Hermann mit seinem Team hier auf die Beine stellt, ist ja sensationell, unglaublich. Also ich bin so dankbar, hier zu sein, die ganzen Leute kennenzulernen, die Vorträge zu hören, die Inhalte mitzunehmen. Also ich lerne so viel, unglaublich. Also ich bin schon sehr, sehr dankbar. Tag 2 in Düsseldorf. Das große Thema heute: Dramaturgie. Der Regisseur und Coach Frank Asmus öffnet die Schatzkiste seiner Erfahrungen und verrät den Teilnehmern, wie es ihnen gelingt, eine mitreißende Rede auf die Bühne zu bringen. Die Story beginnt immer mit 3 Antworten auf 3 Fragen innerhalb von 3 Sekunden. Und die Fragen sind immer, wann war's, wo war's, was war's. Dann hast du eine Story. Gestern Abend beim Friseur. Wann war's, gestern Abend, wo war's, beim Friseur, was war's, das würde jetzt kommen, Valentino. Ja. Und du hast dieses Bild. Jetzt ist die Frage, was wäre denn, wenn wir das nicht weiterentwickeln, wenn wir in diesem Loch bleiben? Ich grabe nochmal das Loch und jetzt komme ich zur Lösung oder zum Fazit. So baue ich das in der Regel immer auf. Desto provozierender, desto besser. In Amerika gibt es einen Redner, der ist der Pitbull der Weiterbildungsbranche, weil er wirklich sehr, sehr hart redet und die Leute das tatsächlich lieben. Regelbruch ist wichtig, logischerweise. Ich habe hier, zu Regelbuch habe ich zum Beispiel dieses Bild, was mir so gut gefällt. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, die ich irgendwo mal gelesen habe, weil ich habe ja gar nicht so viel zu erzählen manchmal. Also am besten ist, du fliegst nach New York und kannst viel selber erzählen, aber wenn du eben nicht nach New York fliegst, musst du halt lesen, was andere gemacht haben und kannst das erzählen. Titanic ist so ein schönes Beispiel. Ich bin jetzt gerade am Eruieren und ich finde diese Metapher so schön. Es gibt etwas, was die wenigsten über die Titanic wissen und was mit dem Untergang zu tun hat. Und zwar wurde ein Offizier der Titanic am Abfahrttag dennoch abberufen, um nicht mitzufahren. Was nicht schlimm ist, aber der hatte in seinem Jäckchen, hatte er den Schlüssel drin zum Schrank für die Fernrohre. Und so die Legende, und ich recherchiere gerade und es scheint so, als wäre es wirklich wahr, die Jungs auf der Titanic haben sich nie getraut, diesen Schrank kaputt zu machen, damit sie an die Fernrohre rankommen. Der ist bis heute noch ganz geblieben, vermute ich. Die Titanic ist dafür untergegangen. Und es sind Geschichten, die kann man inszenieren in etwas. So. Dann arbeite ich natürlich mit Grafiken.
Es gibt ganz viele Redner, die zum Beispiel vollkommen nur mit Grafiken arbeiten und ihr kennt es ja alle. Es gibt ja auch mittlerweile Bücher, die nur aus Grafiken bestehen und wo du einfach, das also nennt sich ja dann Infographics, wo du tatsächlich Sachverhalte in einer einzigen Grafik mit reinbringen kannst. Schaustücke sind immer beliebt. Ich habe euch hier eins mitgebracht. Ich habe in einem meiner Bücher geschrieben, in Glückskind habe ich geschrieben, wir müssten unsere Kinder wieder mehr zu Luftschlossarchitekten ausbilden, dass sie wieder ein bisschen breiter denken, ein bisschen verrückter denken. Und ich habe mir dann irgendwann zum Gag diese Seifenblasen machen lassen. Das sind, was steht drauf, eine Vision ist ein Luftschloss mit Handlungsauftrag. Und das Besondere an den Seifenblasen ist, ich kenne mich jetzt in der Fachsprache der Seifenbläser aus, normalerweise ist es ein Blasring und hier ist kein Blasring, sondern ein Blasluftschloss. Falls ihr das sehen könnt, hier sieht man sie auch nochmal. Problem ist nur, es ist eine Fehlkonstruktion. Wenn du durchbläst, kommen immer noch Kugeln raus. Aber ist zumindest mal der erste Schritt. So. Und ihr seht, was passiert. Lächerlich, aber viele Lacher und viele kommen dann und wollen diese Seifenblasen kaufen und für die Kinder und so weiter und so fort. Und du hast schon wieder 3 Minuten überbrückt in so einem Vortrag, obwohl du nichts zu sagen hattest. Ja. Und das finde ich immer so herrlich. Ja. Filme geht immer. Ich schaue immer, dass, wenn ich keine habe, dass eine Assistentin mal guckt, ob es ein paar gute Filme gibt, weil ich Filme aus 3 Gründen brauche. Erster Grund, ich muss nicht so viel nachdenken, weil Filme sehr viel Zeit vom Vortrag einnehmen. Das heißt, mein effektiver Vortrag ist kürzer. Zweiter Grund, während der Film läuft, kann ich in aller Ruhe nachlesen, was ich eigentlich noch sagen wollte, weil ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Und der dritte Grund, ich habe sehr viel Durst beim Reden und du hast als Redner in der Regel keine Zeit zum Trinken. Und ich finde es total ekelhaft, wenn da 500 Leute da sitzen und dann trinken die. Ja, müssen 500 Leute zugucken, das musst du mal bitte in Bruttoinlandsprodukt umwandeln. Das sind 500 mal 10 Sekunden, die da verschwendet werden, weil man Menschen beim Trinken zuguckt. Das ist ja keine Wertschöpfung. So, also das finde ich doof. Darum baue ich Filme ein, weil ich dann den Film starten kann. Ich zeige euch gleich einen. Und dann kann ich in aller Ruhe eben damit umgehen. Hier ist ein Film, den zeige ich euch nachher, da geht es über Sexiness in den Märkten und Co. Es sind immer wieder so ein paar Gags, die dabei sind und die eine große Rolle spielen. Deswegen Punkt zum gute Vorträge machen. Ich mache Beteiligte zu Betroffenen, das ist der erste Punkt. Bitte, zweiter Punkt, ihr erzählt keine Fakten, sondern die Bedeutung der Fakten. Wenn ich sage, der Müllberg ist 10 Meter hoch, ist es vielleicht nicht schlimm, aber die Bedeutung des Müllberges ist so entscheidend. Zahlen ins Verhältnis setzen. Was sagen ganz, ganz viele Politiker zum Beispiel? Die sagen, es sind 50%, das ist ja die Hälfte. Das sind 50%, das sind 40 Millionen Deutsche. Du rechnest nach, du rechnest mit. Content, also unbewusstes Bewusstmachen, brauche ich gar nicht so zu sagen, ist eh klar. Denke ich, ist logisch. Wir wollen Aha-Effekte haben. Wir erzählen nichts Neues, aber das mit Aha. Content is non-king. Die meisten Menschen glauben, wenn sie eine Rede zusammenstellen, wenn ich mehr Content reinbringe, ist meine Rede besser. Meine felsenfeste Behauptung ist, zerstöre 50% deines Contents, damit die Rede gut wird. Und die 50%, die übrig bleiben, die performst du. Ihr dürft nie vergessen, ihr seid Fachmann auf eurem Gebiet. Euer Zuhörer ist es in der Regel nicht, außer ihr seid gerade Fachvortrag vor der Fachärzteschaft. Aber dafür gibt es ja auch wiederum weniger Geld. Fachwissen wird mit weniger Geld bezahlt. Wissen wird mit 500 Euro pro Stunde bezahlt, Gänsehaut mit 10.000 Euro pro Stunde. Das ist so. Also weggehen von diesen Dingen. Natürlich bitte macht euch eine ganze Menge von Geschichten, dass ihr besser zurechtkommt. Wir haben hier zum Beispiel 3 Monitore. Ich brauche die Notizen nicht, aber ich habe zum Beispiel hier auch die PowerPoint nochmal drauf. Ich habe die Folgefolie schon drauf. Ich sehe schon, was kommt. Du kannst auf einem Extra-Monitor dir deine Moderator-Notizen nochmal anzeigen, damit du auch ablesen kannst. Du kannst eine Zeitanzeige haben. All das sind bei mir Dinge, die ich vertraglich mit meinem Auftrag gebe. Wir können es nachher gerne anschauen. Also es gibt hier keine Geheimnisse. Ich zeige alles transparent. Ich habe einen Technical Rider, der ist allein 7 Seiten lang. Den habe ich euch schon zur Verfügung gestellt. Der ist in den Kommunikationsverlagen drin.
sonst geht er noch mal raus, wenn ihr nicht habt. Und da sind zum Beispiel 7 Seiten drin, was ich brauche, damit ich meinen Vortrag halten kann. Und ich brauche eben diese 2 Anschlüsse, damit ich das alles sehe, weil sonst tue ich mir schwer. Du musst dir, ein Vortrag lebt ja von Brücken. Und ich sehe zum Beispiel jetzt hier die aktuelle Folie und auch schon die kommende Folie. Das heißt, ich weiß, welche Brücke ich logischerweise schlagen kann. Content is not king. Warum sage ich das? Mein Steuerberater, der erzählt mir immer, wie es funktioniert. Nach 10 Sekunden bin ich tot. Weil der hat Ahnung von Steuern. Er erzählt mir was von Paragraphen. Ich will das nicht wissen. Content is not king. Die Verleichterung, die Verständlichmachung, das Kapieren machen ist king. Können Sie uns eine nicht digitale Metapher zeigen, dass kleine Änderungen Großes bewirken? Was wäre eine kleine Veränderung, die Großes bewirkt? Als analoge Metapher. Goldprogramm, ja, wäre dann schon schwierig, die da alle drin zu haben, aber danke dafür. Was können wir zeigen? Okay, Blattfalten, ja, kann ich mir vorstellen. Geht ja relativ schnell in die Unfaltbarkeit nach dem 8. Mal in der Regel und geht gleich beim 30. Mal bis zum Mond und wieder zurück, wenn wir es so oft falten würden. Yes? Luftballons zerplatzen. Ich zeige euch die 2 Beispiele, die ich mir für diesen Vortrag ausdenke. Was dazu bräuchte ich 2 Männer, die mir kurz helfen. Vielleicht Christoph, Uwe, seid ihr so lieb, kommt schnell nach vorne. Das eine Beispiel, weil die wollten es immer haptisch haben, die wollten nichts Digitales haben, eben darum. Seid ihr so lieb und hebt mal dieses Ding hoch, bitte schön, einer rechts, einer links. Dann kann ich den Rest mal. Und es ging jetzt nur darum, one face to the customer. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist eine Kleinigkeit, aber dieses one face to the customer ist so wichtig. Und wenn wir diesen one face to the customer nicht haben, dann haben wir ohne face to the customer. Und ohne, hoppala, da muss ich nochmal runter. Und ohne face to the customer, schieben wir es ein bisschen rein, haben wir dann dummerweise tote Customer. Und das war eine Metapher, die die haben wollten. Danke an euch zwei, das war's schon. Merci vielmals. Könnt ihr schon. Ja. Aber die viel spannendere Metapher war die, wo ich mit dem Betriebsrat beinahe verrückt geworden bin, denn ich wollte auch viele Dinge zeigen, Drohne und so weiter, alles verboten, verboten, verboten. Aber ich habe dennoch eine Sache mitgebracht und darüber redet Mercedes-Benz heute noch. Mein Fahrrad. Und ich habe auf der Bühne vor 2000 Menschen die Frage gestellt, können Sie mit diesem Fahrrad fahren? Was glauben Sie, haben die meisten gesagt? Ja. Dann habe ich erzählt, dass dieses Fahrrad eine Sonderkonstruktion ist. Was man übrigens an diesen Zahnrädern sieht, die laut Betriebsrat zu wenig geschützt sind und man sich deswegen auch den Finger einzwicken kann. Aber dieses Fahrrad hat die Besonderheit, wenn du nach rechts lenkst, geht der Reifen nach links. Und wenn du nach links lenkst, geht der Reifen nach rechts. Seht ihr das? Könnt gerne aufstehen. Mag jemand probieren, damit zu fahren? Bitte? It's yours? Wir, Sascha, haben wir eine Technik für... Oh, ach, du liebes bisschen noch so mit Rock, das heißt... Ach so. Ich möchte dennoch... Wir geben dir Applaus. Also, Applaus für dich. Danke fürs Probieren. Großartig. Fakt ist tatsächlich, Erwachsene können mit diesem Fahrrad nicht fahren. Kein einziger.
zumindest kenne ich keinen, oder zumindest keinen, der mit Training wahrscheinlich schon. Kinder können es, weil sie noch nicht so sehr vernetzt sind im Kopf, aber Erwachsene kriegen sie hin. Wir hatten im letzten Goldprogramm, haben sie auch gezeigt, hat man tatsächlich einen Fahrradkurier. Der fährt nur Fahrrad die ganze Zeit. So. Und auch Rennen und ich weiß nicht was alles. Der hat gesagt, er kann es, er hat lang probiert, er hat es auch nicht geschafft. So. Das Besondere ist die Metapher, wie sehr die Leute das lieben, sowas wiederum zu sehen. Und du redest plötzlich ein halbes Jahr über Fahrräder, die man eben nicht lenken kann. Und auch der Donnerstag wird ein langer Tag. Am Abend das nächste Highlight, die Ugly Night. Hier sind Kameras eigentlich verboten. Wir zeigen nur harmlose Ausschnitte dieser ganz besonderen Nacht, in der es auch darum geht, die Grenzen der Lächerlichkeit zu durchbrechen. Die Nacht war kurz und aufregend, doch beim Goldprogramm hat die Müdigkeit keine Chance. Und es warten spannende Themen. Wie finde ich einen Verlag für mein Buch oder wie ergattere ich einen Vertrag bei einer Redneragentur? Ich liebe Transparenz. Ich halte es für extrem gefährlich, immer so die Halbwahrheiten zu sagen. Es gibt auch genug Menschen, die das tun. Nein, ich mag Ross und Reiter nennen, ich mag sagen, wie es ist, denn der Markt ist groß genug und der Und ich will ja Ergebnisse sehen. Ich will Menschen nicht halb groß machen, ich will sie wirklich groß machen. Wir haben natürlich eine riesen Nachfrage bekommen beim Goldprogramm, das erleben wir. Wir sind beim ersten Goldprogramm, sind wir noch mit unserem PKW hingefahren, hatten irgendwie 3 Koffer und damit war die Sache fertig. Heute sind es mittlerweile 2 PKWs, 3 Transporter mit einer riesen Crew von 20 Menschen und nochmal 17 bis 20 Experten, die dabei sind. Und wir merken, das ist noch nicht das Ende. Ich glaube, wir dürfen uns zum nächsten Goldprogramm einen neuen Transporter kaufen, noch mehr wunderbare Persönlichkeiten mit dabei haben, um einfach wirklich alles zu geben, um diese 4 Tage, sorry, jetzt werde ich fast ein bisschen übertrieben, life-changing zu machen und das meiste zu geben, was man in 4 Tagen geben kann. Ja, das wird immer mehr, immer mehr. Wir wollen natürlich auch noch weiter nach oben. Und wir haben mittlerweile schon 1,5 Tage, die wir aufbauen. Wir fahren mit 3 7,5 Tonnen hier an. Wir haben riesen Goldbuchstaben. Also es gibt tolle Dinge und es wird weiter nach vorne gehen. Also irgendwann fliegt mal einer zum Mond von hier wahrscheinlich. Ich finde es einfach Wahnsinn, was der Hermann hier für eine Offenheit an den Tag legt. Also Hermann ist ja letztlich Speaker und damit für alle angehenden Speaker eigentlich Konkurrent. Aber er sagt ja einfach, Leute, das sind die Strategien, die bei mir funktioniert haben. Und er macht ja auch keine Geheimnisse an irgendeiner Stelle daraus. Und es verändert sich auch immer wieder was bei dem Programm. Also selbst wenn man es schon mal besucht hat, ist es trotzdem wieder neu. Also gestern habe ich wieder ein neues Input gekriegt, was ich noch nicht hatte. Und es lohnt sich ja immer, für so klitzekleine Bausteine schon zu kommen. Dann habe ich gestern selber noch ein Interview geführt, das war cool. Hat richtig Spaß gemacht. Also man kommt auch immer mehr in diesen Flow, deswegen finde ich genial. Einer der größten Mehrwerte hier sind einfach die Kontakte. Es ist ja nicht nur so, dass Hermann tolle Informationen hat, sondern Hermann bringt auch angehende Superstars zusammen.
ist Kapitel Nummer 3 bei uns. Und ich habe euch mal mein Profil mitgebracht. Das da ist mein Profil, das ist ein bisschen Sonderform. Erkläre ich auch gleich, warum das so großartig ist. So, und ich habe eine These, über die können wir jetzt wieder lange streiten, was wir bitte nicht tun sollen. Meine These über Profile ist Quantität vor Qualität. Ich will richtig viel sehen. Wenn es da noch gut ist, wunderbar. Mein Profil hat 230 Seiten. Das liest keine Sau. Gott sei Dank. Aber es macht einen guten Eindruck. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr euch einen Gedanken, Stichworte macht, weil ich möchte ganz gern euch mit einem 30-Seiten-Profil sehen. 30 Seiten zum Einstieg für die Newbies. Das sind dann bald 300 Seiten. Und ich sehe jetzt schon eure Widerstände im Kopf. Ich löse die jetzt auf, okay? Aber nur damit wir mal das Bild haben, bitte 30 Seiten. So, ich zeige euch mal, was bei mir alles drin ist. Hier ist die Checkliste von mir. Und ich gehe es mal durch. Alles, was ich heute wieder mache, ist nicht angeben, ist nicht Uga Uga. Es soll nur ein Beispiel sein, wie es funktioniert. Das ist mein Profil. Was muss auf dem Profil, auf dem Deckblatt drauf sein? Welches Bild? Von euch. So, ich bin nicht wichtig. So, wunderbar. So, was kommt als nächstes? Das heißt Schmutzumschlag, leere Seite. Was kommt nochmal? Leere Seite, aber jetzt schon Goldfarben. Was kommt jetzt nochmal? Der Name dessen, den man vielleicht vergessen haben könnte in der Zwischenzeit. Der einzig Wichtige. So. Jetzt kommt nochmal ein Zitat, erzählt zu den Besten seines Fachs, seine Vorträge und Seminare sind gefragt bei Marktführern und solchen, die es werden wollen, Süddeutsche Zeitung. Ich erkläre euch morgen, wie ihr solche Zitate von der Süddeutschen Zeitung bekommt, oder? Das meine ich ernst. Inhaltsverzeichnis, kann man ja mal ein bisschen breiter machen. So, jetzt bin ich dran, wir sind schon auf Seite 10, so. Und jetzt zählt bitte mal netto mit, wie viel von mir jetzt kommt. Also brutto wären das 2 Seiten, netto ist das 0 Seiten. Ne? So. Netto, eine Drittelseite, okay. Drittelseite, Bild, nix. Drittelseite, Ende. 3 Drittelseiten sind eine Seite. Das ist das Einzige, was über mich drinsteht. Eine Netto-Seite. Jetzt beginnen wir schon mit Wiederholung. Denn jetzt heißt es schon Hermann Scherer in Zahlen. Das Gleiche, was vorhin drin gestanden ist, jetzt nochmal in Zahlen ausgedrückt. Und die Leute lieben das zur Anmoderation. Da stehen Zahlen drin, das glaubst du nicht. 1,99 Meter groß, Schuhgröße 49. Wen interessiert das? Ja? Dann stehen meine 8,5 Millionen Flugmeilen. Das interessiert doch keine Sau. Aber ich dachte halt mal, Zahlen sind Zahlen, oder? Versteht ihr mein Spiel? Jetzt kommt wieder ein Bild. Schadet nie. Jetzt geht's weiter. Meine Vorträge. Wieder mitzählen. Brutto, netto. Netto, nix. Enter. Enter. Und jetzt kommen hier meine ganzen Vorträge. Wie viel habe ich? 2. Ist in meinen Augen zu viel, by the way. Aber ich wollte halt ein bisschen großkotzig. Weil ich glaube, ich nehme keinen Menschen ernst, also außer der Superprofi, der 3 Vorträge hat. Ich bin froh, wenn ich einen hinkriege. Wenn ihr mir eine Liste habt, wo da 5 Vorträge draufstehen, weiß ich, ist 4-mal Schrott. So, mach doch einen tollen. Ich meine das lieb. Und guck mal, das steht da drin. Ist es viel oder wenig? Es ist wenig. Warum? Weil ich meine Vorträge nicht beschreiben will. Weil wenn ich meine Vorträge beschreibe, dann liefere ich Content. Und ich hasse Content. Weil wenn du Content lieferst, bist du streitbar. Umso mehr du reinschreibst, was in deinem Vortrag drin ist, umso eher kann sich jemand die Frage stellen, will ich es oder will ich es nicht? Und bei mir steht es nicht drin. Bei mir steht nur drin,
In seinem Vortrag zeigt Hermann Scherer die Geheimnisse der unternehmerischen Zukunft und die Spielregeln für die Pole Position in Märkten von morgen und gibt jedem Teilnehmer wertvolle, umsetzbare Impulse, Inspiration, Information und Motivation. Punkt, Auszeichnung. Jetzt kommen Auszeichnungen. Und jetzt bitte ich euch, ich habe euch immer versprochen, dass ich einzig und allein die Wahrheit sagen werde in diesem Seminar. Wenn ihr die und meine Ethik ist, niemanden anzulügen, sondern es eben zu sagen. Wenn ihr jetzt ziemlich unmoralische Dinge nicht ertragen könnt, dann bitte ich euch jetzt für die nächsten 10 Minuten den Raum zu verlassen. Das meine ich übrigens ernst. Ansonsten erzähle ich euch, wie meine Auszeichnungen zustande gekommen sind. Und es gibt natürlich ein paar, die wirklich gut sind und so weiter. So. Wir fangen mal an. 5-Sterne-Redner ist eine Agentur und damit keine Auszeichnung, aber ich dachte, das Logo ist so schön, druckst es mal rein. So. Best of Semigator ist eine Firma, die ist längst pleite, aber damals hat sie noch gelebt, also habe ich sie reingedruckt, weil ich habe mit denen zusammengearbeitet. Brain Guide ist ein Internetportal, kannst dich eintragen ohne Geld, kannst dann auch das Siegel verwenden, also habe ich das Siegel reingedruckt. Es gibt 1 Milliarde Siegel im Internet, die du verwenden kannst. So. Comenius Siegel, das habe ich wirklich mal von irgendwas bekommen, das scheint was zu sein, das weiß ich nicht. Ich habe mal zusammengearbeitet mit einer Traineragentur, wo ich auch kein Trainer bin, aber die haben gesagt, Mensch, sie wollen gern, dass ihr Logo immer verwendet wird und es sah so aus wie ein Siegel, also habe ich es auch reingedruckt. So. Ich war 14 Jahre bei Dale Carnegie, da musste ich echt was arbeiten. Die beiden Dinger, die haben echt Blut und Schweiß gekostet, die sind auch nur für mich, für Carnegie. So. Dann kam ein Redner auf mich und sagte, Hermann, du hast so tolle Awards, magst du mir denn auch mal einen Award verleihen? Weil also ich habe immer Awards bei mir im Keller, immer so 300 Stück, weil du weißt ja nie, wofür sie gut sind. Und dann sagt der Rednerkollege zu mir, Mensch Hermann, ich hätte so gerne einen Award von dir. Da sage ich, du, warum soll ich dir einen Award geben? Da habe ich doch nichts davon. Wenn du zumindest auch einen hättest, dann wäre es ja in Ordnung. Und da hat er gesagt, du Hermann, wenn das Problem ist, dann lass ich jetzt einen machen. Ja, und dann hat er den Energy Award 2011 ins Leben gerufen. Den gab es einmal, den habe ich abgedruckt, er hat meinen abgedruckt, fertig. Hier im Raum sind schon 200 Awards. Braucht doch jeder bloß jedem einen geben und sagen, hey, guck mal, magst du meinen haben, finde ich nett. So. Ja, ich meine, also, vielleicht ja nicht alle 200, das ist ein bisschen viel, allein die Druckkosten sind ja dann blöd. Ne? Aber nehmen wir halt mal 30 oder macht halt, gründet halt ein Kuratorium für Awards, macht halt ein Selektionsprogramm. Jeder muss mindestens 1,20 groß und maximal 2,20 sein. Ja? Dann gibt es den Global Business Oat. Das ist irgendeine Geschichte im Internet, ich weiß nicht, was das genau ist. Da musst du halt draufklicken und dann geht es darum, heute Führungskräfte der ganzen Welt, bla 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 und so weiter. Also habe ich draufgeklickt, habe das auch bekommen. Dann bin ich Mitglied der Europäischen Trainerallianz. Die haben mir einen Brief geschickt, zahl 980 Euro und du bist drin. Ich kriege mit so einem Diplom einen Auftrag mehr, sind 5.000 Euro mehr. 980 bezahlt, alles in Ordnung. So. Jetzt kommt Perfect Speakers. Das war eine Agentur, die hat sich mit Gerd Kulhavi verstritten und hat die Perfect Speakers gegründet, weil sie ihn nur ärgern wollten, weil er, glaube ich, nicht aufgenommen wurde in dem Katalog von Gerd. Die sind längst schon wieder pleite, waren eine Ein-Mann-Show. Aber die haben damals gesagt, Hermann, willst du drin sein? Ich sage, ich gehe nur rein, wenn ich einen Award kriege. Und so habe ich den Award bekommen. So. Platinum Speakers, keine Ahnung, sowas ähnliches. Dann gibt es den Q-Pool 100, das ist der seriöseste Pool überhaupt. Ich kenne den seit 30 Jahren, Q-Pool 100. Ich habe die Webseite gelesen, da ist allein die Zugangsvoraussetzungen 100 Seiten lang, dass du da rein darfst. Und irgendwann ruft mich der damalige Präsident an und sagt, Scherer, wollen Sie unser Mitglied werden? Und ich sage, sehr geehrter Herr Präsident, Sie glauben gar nicht, wie viele Jahre meines Lebens ich auf diesen Anruf gewartet habe, von dem ich nie geglaubt habe, dass er jemals stattfinden wird. Ich möchte offen und ehrlich zu Ihnen sein. Ich erfülle die Kriterien, die Sie auf Ihrer Webseite ausgeschrieben haben, nicht. Sagt er zu mir, wir sind eine Marketingorganisation, die Rechnung kommt. Qualitätsexperte ist einer, der macht nur Geld mit Siegel. 300 Euro im Jahr, ich bin Qualitätsexperte 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. So, ich bin das alles. So. Dann gibt es das Deutsche Rednerlexikon. Habe ich selbst gegründet. Muss ja auch mal ein Award hergeben. So. Dann gibt es den Award von Unternehmen Erfolg. Das ist meine Firma. Habe ich auch selbst gegründet. Aber die fanden mich gut, ehrlich. Ich habe denen auch immer den Lohn bezahlt. Die fanden mich großartig.
Dann kam Skansat, dann kam ein Brief vom Conga Award. Im Conga Award stand drin, wenn Sie innerhalb von 10 Tagen 300 Euro bezahlen, gehören Sie zu den Top 10 des Conga Awards. Dann habe ich einen Kollegen angerufen, dessen Name ich jetzt nicht sage, und sage mir, du Herr Professor, sowieso, das sind ja Schweine. Da war ich noch naiv. Die wollen 300 Euro die Säue. Ich dachte, sowas ist seriös. Seine Antwort, halt's Maul und zahl. Der Nachmittag des dritten Tages gehört dem Fernsehen. Nicht nur, dass der abschließende Speaker Slam natürlich bei Hamburg 1 ausgestrahlt wird, Jörg Rositzke und live aus Kanada zugeschaltet Steffi Pierre verraten den Teilnehmern, wie auch sie ins Fernsehen kommen. Ich komme ganz oft einfach mit denen an, bringen Sie mich mal zum Markus Lanz bringen. Oder bringen Sie mich zu Inas Nacht. Da muss man natürlich auch gucken, wie realistisch ist das. Haben Sie eine persönliche Geschichte, die so außergewöhnlich ist, dass es jemanden wie Markus Lanz interessiert? Und sind Sie dann auch in der Lage, diese Geschichte so rüberzubringen im Fernsehen? Das sind nochmal ganz zwei verschiedene Paar Schuhe. Am Abend schließlich der große Auftritt. Vor einer prominenten und fachkundigen Jury halten 68 Speaker ihre Vorträge. 5 Minuten für jeden Redner und keine Sekunde mehr. Das Ziel, ein neuer Weltrekord. Oh, ah, das ist ja schrecklich, wenn man so älter wird. Was soll ich bloß hier machen? Habe ich nicht den Blödsinn gemacht, dass ich da zum Scherer gekommen bin? Oh nein, ich muss zum Doktor. Der Doktor wird's richten. Der weiß Bescheid, ich muss irgendwo hin. Oh, nee, das bin ich nicht. Nein, ich brauche nicht zum Doktor, ich weiß selber Bescheid. Ich weiß, was ich machen kann. Und nur, dass ich so in unserer Gesellschaft so ein Thema, ja, dass alles, was wir an Krankheiten und Wehwehchen haben, nur der Doktor richten kann oder die Pharma. Und wir selber uns bei uns überhaupt nicht auskennen. Und ich habe auch gehört, dass ein Arzt mal gesagt hat, 85% der Patienten müssten gar nicht im Krankenhaus sein. Die haben keine Krankheit. Die wären gar nicht nötig, dass sie da drin sind. Richtig. Eine andere Frau steht auf und sagt, doch, die lügen. Die lügen wirklich. Das stimmt nicht. Und dann sagt der Arzt, ja, ich lüge. Ich lüge wirklich. Es sind nämlich 93% und noch mehr. Bräuchten gar nicht im Krankenhaus zu sein. Meine Damen, meine Herren, hier habe ich es zu tun mit einem gesellschaftlichen Problem, das mit dem Altern zusammenhängt und mit dem, wie ich mich selbst regulieren kann, was ich selber tun kann und ob ich das nötig habe in dieser Art, was wir jetzt gerade den Politikern zuschieben. Wir schieben den Politikern zu, diesem Pflegenotstand, die sind schuld, dass da so wenig Möglichkeiten sind, ja verdammt nochmal. Und was haben wir? Könnten wir nicht auch etwas tun? Können wir nicht auch etwas tun? Jawohl. Ich darf Ihnen verraten, nein, das wissen hier schon die meisten, irgendwo fühle ich mich hier drin als eine Solitärin. Ich werde immer wieder gefragt, wie alt bist du denn? Da sage ich, die Frage ist schon vollkommen verkehrt, wenn du mich wenigstens fragen würdest, wie jung ich bin. Ja? Und nicht gerade umgekehrt. Das ist schon hier,
wie sehr wir, meine Damen und Herren, schon allein hier im Kopf etwas denken. Je älter ich bin, desto mehr geht die Kraft ab. Und ich habe sogar noch einen Spiegel mitgebracht, denn ich habe auch mein Gewicht reduziert, schon seit längerer Zeit. Und was tun wir? Ach du je, jetzt ist meinem noch ein paar Falten mehr, weil ich etwas weniger Gewicht habe, aber mich gesünder fühle. Da essen ja manche gerne, ich sage schon futtern, was auch immer, nur damit die Bäckchen schön prall bleiben und hier nicht zu viele Augenränder sind. Kennt ihr doch auch. Und wenn ich das eben sehe, dass da die Hosen spannen und dann immer noch eine größere Nummer und noch eine größere Nummer. Meine Erfahrung ist, ich habe Ihnen noch nicht gesagt, wie alt ich bin, aber wie jung ich bin. Meine Erfahrung ist, dass wir uns krank denken. Und zwar systematisch krank denken. Nicht nur krank denken, sondern auch noch mit jedem Gedanken, das hat, liest man in jeder Erfolgsgeschichte von den Menschen. Erfolg und Misserfolg wird von langer Hand geplant. Und hier sitzen Menschen, die bereits schon anfangen könnten, sich auf dieses Altern vorzubereiten. Und zwar jetzt schon. Ja, ja, was könnte man denn tun? Was habe ich selber zu tun? Ob das jetzt mal mit dem Bewegen ist, da muss man nicht dann so laufen, ja, weil sich Bockscharten da so sind, sondern ich kann laufen. Ich bin so froh an meiner Möglichkeit, die ich im Hausgang habe, was sonst im... So, da kann ich nämlich den ganzen Gang entlang rennen und zu Hause habe ich Treppen und da sorge ich für jeden. Und dann gibt es Leute, die meinen, sie müssten mir alles aufheben. Ist nicht nötig. Ich suche alle die Sachen, dann kann ich entweder mich mal wieder bücken, wenn ich auch sonst so viel sitze. Es macht so, so sehr viel Spaß, gesund ins Altern zu gehen und sich jung zu fühlen und das Leben zu genießen. Essen, bewegen, entspannen und, ich sage es nochmal, auch arbeiten. Arbeiten, arbeiten und sich eine Sache suchen, das ist jetzt wieder das Schöne daran. Im Leben jedes Menschen sollte es mindestens einen oder vielleicht zwei Momente geben, wo er sagt, ah, da hat es Klick gemacht. Ja, das war mein Startschuss. Dieser Moment hat mich geprägt für den Rest meines Lebens. Über einen dieser Momente und wie ihr auch so einen Moment finden könnt, möchte ich heute mit euch reden. Es war Ostersamstag 1992. Ich war 16 Jahre alt und hatte einen tollen Tag mit meinem Vater vor mir. Wir sind samstags immer frühstücken gegangen. Das war so unser Tag. Unser Männertag. Ich wurde wach, es war schon sehr spät, er hatte mich normalerweise immer geweckt, hat er nicht. Ich ging auf die Suche. Ich fand ihn im Schlafzimmer. Er lag aber nicht im Bett, er lag neben dem Bett und schaute mich mit großen Augen an. Als meine Mutter ihn sah, sagte sie nur eins. Das war's. Was ich mit 16 Jahren gar nicht verstehen konnte, war, er hatte einen Schlaganfall erlitten. War halbseitig gelähmt, konnte kaum reden. Er kam ins Krankenhaus und den Moment nie vergessen, wo ich vor seinem Bett stand und er meiner Mutter immer wieder nur eine Frage stellte. Wo ist Chiqui? Chiquitín, Chiquitito, der Kleine auf Spanisch. Sie zeigte auf mich und sagte, da steht er doch. Siehst du ihn nicht? Mein Vater erkannte mich nicht mehr. Der Samstag ging rum, der Sonntag kam, aber er war nicht ansprechbar. Ich traf mich an diesem Tag noch mit Freunden, um den Kopf frei zu kriegen. Wollte spätestens 20 Uhr zu Hause sein, hatte ich meiner Mutter versprochen, aber 18 Uhr hatte ich so ein komisches Gefühl im Bauch. Bin nach Hause. Keine 10 Minuten zu Hause, klingelte das Telefon, die Klinik. Mein Vater war tot. Dass der Tod meines Vaters trotz allem eines der besten Dinge sein sollten, die mir in meinem Leben passieren konnten, realisierte ich erst viele Jahre später. In einem Moment, wo ich diese Wut, die ich in mir spürte, nicht weiter nähren wollte, weil das war ungesund. Und ich sagte, der Tod meines Vaters darf und kann nicht sinnlos gewesen sein. Und ich ging auf eine Sinnsuche. Und ich fand den Sinn. Denn was wäre passiert, wenn mein Vater damals nicht gestorben wäre? Wir hatten Geld, ich hatte alles, was ich wollte, 16 Jahre, gute Noten, bam. Aber ich war ein überhebliches Arschloch, dem die Menschen egal waren. Also was wäre aus mir vielleicht geworden? Ein überhebliches Arschloch mit Kohle? Das ist auf jeden Fall meine Wahrheit. Doch was passierte stattdessen? Mein Vater starb, ich habe mir ab dem Moment nur noch Sorgen um meine Mutter gemacht, dass sie auch sterben könnte. Ich hatte mit dem Tod nie eine Berührung gehabt.
begann, mich um meine Mitmenschen zu sorgen, zu kümmern und Mitgefühl zu zeigen. Denn ich wusste ja selber, wie man sich fühlt in so einem Moment. Und ich hatte nur noch einen Wunsch. Ich wollte, dass es meinen Mitmenschen einfach nur gut geht. Und da fing meine Coaching-Karriere an, ohne dass ich es damals wusste. Und wenn ich heute sehe, meinen Sohn mit 10 Jahren, wenn er sich morgens ein T-Shirt für die Schule rausholt, mit meinem Logo drauf, ein Bild von mir, und immer wieder gefragt wird, was macht dein Papa eigentlich so wirklich? Und dann sagt er immer einen Satz, das ist ein Satz. Mein Papa hilft Menschen. Dann kann ich nur mit Stolz sagen, mein Schatz, dass du so ein großes Herz hast und wir beide heute hier stehen, haben wir zum großen Teil nur einem Menschen zu verdanken, nämlich deinem Abuelo, deinem Opa. Und das alles kam, so wie es kam. Deswegen sage ich heutzutage in meinen Seminaren, in meinen Coachings, arbeitet mit dem, was ihr habt. Ja? Sucht in jeder Tragödie den Sinn und ihr werdet ihn finden. Macht aus jedem Problem eine Herausforderung. Ja? Löst diese Herausforderung und sucht euren positiven Aspekt. Und ihr werdet ihn finden. Und wenn ihr ihn einmal nicht alleine findet, dann finden wir ihn definitiv gemeinsam. Denn es geht nicht um die Frage, weiß oder schwarz, aber ich sehe alles positiv, das ist toll, ich sehe alles negativ. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Du hast ein Glas, arbeite damit, mein Gott, aber meins ist leer. Es gibt Menschen, die müssen Wasser mit ihren Händen schöpfen. Du hast ein Glas. Was haben wir für Probleme manchmal? Und denk an eins, auch wenn dein Glas zerbricht, arbeite mit diesen Scherben. Denn es gibt auf der Welt Millionen von Menschen, die würden ihr Hab und Gut für deine Scherben liebend eintauschen. Stell dir vor, dass das Universum bei dir zu Hause an der Tür klingelt und du machst die Tür auf. Und da liegt ein riesiges, großes Scheißpaket da vor der Tür. Und du sagst, Universum, bitte, bitte komm zurück, das Ding habe ich bestimmt nicht bestellt. Nimm es bitte wieder mit. Aber das Universum ist seit längst wieder weg und du stehst da mit diesem Paket. Was machst du denn? Ich habe mein Paket am Rosenmontag in Köln vor 3 Jahren bekommen. Mein Paket war ein riesiges, grünes, flauschiges Krokodil. Und dieses Ding hatte auch eine Bierflasche in der Hand. Und dieses Krokodil lag auf der Motorhaube von meinem Taxi. Ich war gerade dabei zu zahlen. Dieses Ding, wumm, landete. Und der Taxifahrer sprach bis dahin gut Deutsch. Ich habe ihn zumindest verstanden. Und er sprang aus diesem Taxi und fing an, dieses Krokodil verbal und fast mit Gewalt anzugreifen. Weil diese Bierflasche ist aus der Hand und auf der Haube gelandet und hinterließ eine dicke Delle. Und der Fahrer war wirklich wutend. Und dieses Taxi, dieses Krokodil saß hoch und hat sich also angeguckt und nahm seinen Kopf ab und fing an, uns anzuschreien und sagte, das war besoffenes Englisch. Ich kann Englisch und ich kann auch besoffenes Englisch. Und dieses Englisch war nicht aus den USA, dieses Englisch kam aus Australien. Da auf meinem Taxi lag ein drunken Australian Crocodile. Und die Polizei kam, ich habe für dieses Krokodil so gut wie möglich übersetzt. Es war nicht einfach. Und bis das alles fertig war, guckte ich auf die Uhr. Scheiße, ich habe meinen Zug verpasst. Große Kacke. Ich werde jetzt diesen Termin beim Kunden auch verpassen. Was sage ich? Schicke ich eine E-Mail? Es tut mir leid, ein Krokodil ist über den Weg gelaufen. Und ich war so wütend. Ich war wütend auf dieses Krokodil, auf Rosenmontag, auf die Polizei, auf den Taxifahrer, auf Gott und die Welt. Und natürlich auf mich. Ja? Und ich habe in diesem Moment entschlossen, diese Dinge erstmal wegzuschieben. Das sind die Dinge, die ich überhaupt nicht steuern könnte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ist alles zu spät. Das Einzige in diesem Moment, was ich selbst bestimmen könnte und konnte, war hier, in der Mitte,
ist mein Verhalten. Und was dazu zählt, sind meine Gedanken, meine Worte und ja auch meine Handlungen. Und ich musste die ziemlich schnell in den Griff bekommen. Und ich hatte genau 59 Minuten. Das habe ich getan. Ich habe die Zeit benutzt, auf das zu fokussieren, was ich wollte. Eine zweite Chance. Ich komme zwei Stunden zu spät. Vielleicht geben Sie mir doch eine Chance, um dieses Projekt vorzustellen, so ein Pitch für einen wichtigen Kunden. 8 Monate später war ich in Houston, Texas. Ich habe den Auftrag bekommen. Und ich saß an der Bar mit dem Geschäftsführer. Und nach 2 Gläser Rotwein ist das erstaunlich, wie mutig ich werde. Und ich habe ihm dann gesagt, weißt du, was in diesem Montag, Rosenmontag, wirklich passiert ist? Und ich habe ihm von diesem Krokodil erzählt. Und er fing an zu lachen. Und er greifte nach einer Serviette, die auf der Theke lag. Und er schrieb auf diese Serviette, Life is full of drunken crocodiles. Er sagte, hey, so Whitney, was du damit machst, ist deine Entscheidung. Lässt du zu, dass diese besoffenen Krokodile dir im Wege stehen, dann bleibst du als Opfer. Vergisst du die und du kannst dein Verhalten steuern und letztendlich die Ergebnisse bekommen, die du haben möchtest. Vielen Dank. Das Urteil der Jury ist einstimmig und der Weltrekord einmal mehr geknackt. Jedes Goldprogramm hat natürlich auch einen standesgemäßen Abschluss. Beim Galaabend werden nicht nur die Diplome vergeben, sondern die letzten Tage noch einmal ordentlich gefeiert. Die Teilnehmer nehmen dabei mehr mit als nur ihre Awards und Diplome. Sie gehen gestärkt und mit vielen praktischen Handlungsempfehlungen im Gepäck raus in die Welt, auf die nächsten großen Herausforderungen zu.